In Hamburg sagt man Moin und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren SWB auf meinem Kanal, Freunde. Und heute machen wir ein Full Level Up / Hot SWB. Wir müssen mindestens 5 Level Up Karten in dieses SWB einbauen und zu Gast ist heute Max zu diesem. Zu diesem was? Zu diesem. Achso, zu diesem. Perfekt, das war's schon, Leute. Ein wunderschönes, gut Kick in die Runde. Wir haben geile Starspiele und sowas und ich glaube, das könnte heute gut krachen, Leute. Diese Full Event Teams und sowas sind geile Videos. Ich liebe die. Ich denke auch, das wird sehr, sehr fresh, Freunde. Lasst gerne einen Daumen da. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. 2300 Likes. Und wir machen nochmal sowas, oder Max? Warte. Bei 2500 müssen sie aber mindestens rausschauen. Also vorher stehe ich gar nicht auf. Achso, das habe ich vergessen zu sagen. Wir spielen heute Mystery Ball. Halt's Maul, wirklich. Da will er wieder den Mario Bart aus Haram machen. Ich meine ernst, wir machen heute Mystery Ball. Junge, halt's Maul. Bei meinem Partner in Eber bekommt ihr die günstigsten PSN-Karten. Ihr bekommt eine 50€ PSN-Karte für nur 42,89€. Eine 100€-Karte für 85€ und eine 10€-Karte für 8€. Ihr spart also richtig dickes Geld. Und man kann jetzt schon aufladen für ihr AFC. Also checkt das gerne ab. Link in der Videobeschreibung. Freunde, wir machen heute Mystery Ball. Ich hab's gerade kurz entschieden. So, ich hätte 3, Bruder. Das sind meine beiden Jungs. Perfekt, Stürmer. Doch, genau den hatte ich im Sturm. Und zwar, das ist ein Imo. Ein Imo, Timo, Werner. Genau diese auch Level-Up-Karte. Richtig. Und rechts wird es jemand mit 98 Pace. Und zwar Frankowski. Thiago Silva und Raheem Sterling. Schade, Schokolade. 5 Level-Up-Karten, Freunde, Rest muss Shapeshifter sein, wie gesagt. Ja, lass mich mal einfügen. Was hast du aufgeschrieben? Bei den Z-Ams, oder? Let's go, genau. Ich habe 2 Z-Ams aufgeschrieben zu deinem Renate. Okay, also im linken ZM muss ich kurz nachschauen. Er ist eigentlich ein Torhüter. Es ist Milinkovic-Savic. Und auf der rechten Seite habe ich am Start Tchouaméni. Und damit habe ich jetzt schon 1-2 Level-Up-Karten. Tchouaméni, da bist du doch. Den kannst du nämlich spielen. Ich bin mit Axel Witze gegangen. Also einmal den Thurston und, also nicht Thurston, aber ich habe einen Enzo aufgeschrieben. So, der war so ein Mittelding, weißt du, und Witze als günstigen. Also keine Ahnung. Ja. Wichtig. Wir machen weiter. Schade. So, Freunde, wir machen weiter mit der zweiten Runde. Und übrigens, wir müssen heute nur 28 Chemie bauen, weil es echt nicht leicht war, 5 Level-Up-Karten einzubauen. Deshalb halt dich mal rein. Perfekt. Okay, du hättest zuerst rein. Dann gehe ich mal hier auf ganz entspannt mit meinen Karten zuerst. Und zwar ZM wird bei mir jemand, da muss ich eben gerade noch eine SPC abschließen. Das war echt guter Krampf. Und zwar Savanier ist das, 92er. Auch die nächste Level-Up-Karte dann als ZM. Ja, hätte man vielleicht drauf kommen können. Ja, hätte man, ja, vielleicht, aber dann hier einen Guardiol als linke ZM, genau, Shapeshifter und dann auf der rechten Seite. Es wird auch nochmal ein absoluter Brecher. Also die beiden ZMs geisteskrank, Upamecano. Ich habe erstmal überlegt, ne, ob ich Upamecano bei dir aufschreiben soll, weil ich habe letztes Mal. Aber Stefan Biscard, ich habe gerade nochmal extra nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr ganz genau sicher war, ob du das warst oder Stefan. Aber es war Stefan und deshalb habe ich ihn nochmal aufgeschrieben. Upamecano, Goretzka und Guardiol. Und jetzt sind was? Wir im Vollbruch. Du hast beide ZMs? Ich habe beide ZMs. Oh nein. Und wir haben morgen Keeper ZM und das ist Bruch. Okay, das, Leute. Max, heute wird wieder Zeit. Juhu. Ja, und dann steht wieder im Titel Prank. Ja, ja, ich weiß doch, Mann. Ich weiß selbst, Mann. Hier steht gar nichts Prank. Hier steht nur Mystery Ball. Junge, Mystery Ball steht wieder einen Harten machen in Hamburg. Ehrlich, ich kann das nicht. Halt rein, Mann. Und so, linker MS, Bruder, ist Harry Maguire. Rechter MS ist am Start. Nunez. Und ich habe so schlau gebaut, Chat. Ich muss mich auch mal selbst loben. Ich habe nämlich die 3 Jungs vorne im Sturm, die zusammen schon echt viel Chemie hermachen. Alexander Arnold. Und damit habe ich alle 3 Spieler. Auch mindestens 2 und Trent hat sogar 3. Junge, Hilfe, ist das krank gut gebaut. Also wirklich, nee, da kannst du gar keinen haben eigentlich. Aber ich bin so geil heute irgendwie. Deswegen habe ich einen Timo Werner, einen Rüdiger und einen Nunez aufgeschrieben. Ey, Maguire, ich wollte Maguire. Heavy random. Nunez. Ja, das also gar das Ding Sinn, ist, null Link nein, zu Heisen, das Ding ist, ich wollte mit Nunez erst bauen und deswegen habe ich mir so gedacht, nein, ich habe es nämlich nicht hinbekommen, deswegen darfst du jetzt mit dem auch nicht spielen. Zack. Ja, das macht gar keinen Sinn, aber gut. Bronze Keeper oder was? Ja, natürlich, mach den da vorne rein. Das ist ja so ein random Shot, Alter, wow. Ja. Und mir snipes jedes Mal die randomsten Leute raus und der wirft immer hin vor. Perfekt. So, Freunde, wir kommen zu den Außenverteidigern. Ich sag dir echt, da gibt's links nicht so krass viele Optionen und rechts ebenfalls nicht. Aber rechts auf jeden Fall mehr als links, deswegen alles auf den linken. Okay, Bro, also links habe ich am Start heute Thiago Diallo. Ich habe jetzt mal überlegt, Klostermann, aber den habe ich dann nicht gelinkt bekommen. Und Rechtsverteidiger, Bro, habe ich am Start
Zaha. Und bei Zaha ist halt der Vorteil, er ist ein Premium-Shapeshifter, er gibt automatisch 3 Chemiepunkte. Boah ja, auf jeden Fall richtig gut gemacht wieder. Aber auch gut aufgeschrieben von mir. Das ist ein Zaha und Davis. Ich wusste schon. Du würdest mich niemals loben, einfach so, Digga. Du würdest mich nur loben, wenn du ist ehrlich hast. Gut gebaut, ehrlich. Auf Ernst jetzt. Auf Ernst. Und was hast du? Ich hab nicht gehört. Zaha und Davis. Ekliger. Ach man, 2 schon wieder weg. Mal gucken bei dir. Ja. Machst rechts den Keeper hin dann noch, ne? Perfekt. Den Keeper habe ich schon vorne rechts. Also, ich habe dafür mal einen Hardcore, hä? Sekt oder Selte heißen? Nix. Mystery Ball, komm, ich halt rein. Ah, komm, okay. Ich hoffe, Bolt hast du auch drin. Aber pass auf, Linksverteidiger wird bei mir eine Karte. Achso, genau, Dream Squad habe ich noch nicht gekauft gehabt. Das wird Toko Ekambi. Genau, und rechts wird dann eine SBC. Und zwar die nächste Level-Up-Karte von Zidina. Sehr geil. Ah. Ja, ja. Joao Henrique und Bamba. Schade. Sehr gut, sehr gut, cool, Niklas, Junge. Niklas, sehr gut aufgeschrieben. Junge, mich nennt niemand. Warum nennst du mich Niklas, Digga? Deswegen, Mann, Niklas, nenn mich Niklas. Nur mein Vater nennt mich Niklas. Was passiert hier? Niklas hört sich falsch an. So, Freunde, großes Finale. Uns fehlt beide noch ein Level ab. Also, ich habe auch nur einen aufgeschrieben. Komplettes Risiko gegangen. Entweder ich treffe alle drei oder ich treffe gar keinen. Komm, erzähl mal. Mir fehlt übrigens auch nur eine Level-Up-Karte, also. Ja, also du wirst 2 von 3 haben, kannst du dich feiern lassen, aber es ging halt nicht mehr anders. Das ist Kalulu und Giroud, die beiden hast du aufgeschrieben, das weiß ich, brauchst du dich jetzt hier kommen, kannst du da so in die Kamera reinlachen, deine Faust machen, kannst du da so, da kannst du dir einen Keks backen oder so, weiß nicht, dann hinten im Tor wird's aber nochmal der gute Cabrera. Digga, ich hab Pacho, Tapsoba und Dembele, also jetzt Real Talk, ich hab... Was? Du bist auch mit den drei Jungs auf 29 Chemie. Nein, hör auf mich zu pranken, hör auf mich zu pranken. Nein, ich hab die wirklich 29 Chemie wird mir auch angezeigt. Also das wäre auch eine Option gewesen. Ich hatte Zelte spielst du okay. Pacho. Okay, ja. Du, weißt sehr du, gut. Was jetzt okay. Das Problem ist? Ich oh, ja, Angst. Achso, okay, ich hab gedacht, du hast mich geprankt. Weißt du, warum ich hab's immer noch nicht geglaubt. Ja, let's go. Weil du gerade meintest, vor der Pre-Opener, wir werden wahrscheinlich ähnliche Teams bauen. Ich habe ja. Kalulu ja. In der linken Innenverteidigung, ja. In der ja. Rechten Innenverteidigung habe ich. Olivier Giroud und im Tor habe ich am Start Cabrera. Also 2 dumme Eingedanken. Als ob wir, das kannst du gar keinem, das kannst du keinem erzählen, was das gibt's. Hast du wirklich genau die gleichen? Ja, aber ich weiß nicht, was ist denn das? Oder? Ja, ich habe aufgeschrieben, Walker, den spielst du immer gegen mich, dann spielst okay, du immer Emilio schon mal Martinez einer schon mal, gegen mich. Ja? Diesen Dingens da, weißt du? Wen? Und Martinez da, diesen Emilio. Okay, also Bruder, ein Sniper hast du, okay, erzähl wen. Ja, genau. Becker habe ich da noch aufgeschrieben. Du hast gehabt, auch nicht! Aber dann habe ich den weggradierten Kalulu noch hingeschrieben, perfekt. Du bist also 1 von 3 ist auch okay. Wie viel habe ich bei dir getroffen? 2, ne? Nur die ersten, du am Anfang. Oder? Nee, warte mal, du hast nur. Achso, ja doch, Guardiol und. Ja, also genau. Mein ganzes Zentrum ist halt im Arsch. Ich habe 3 Snipes. Ja. Boah, es wird eklig. Ja. Mystery Ball, hier steht auch viele Coins auf dem Platz. Ich dachte, ich jetzt mal Max. Und dann spielen wir eine Runde Mystery. So Leute, jetzt seht ihr nochmal die Teams. Boah, Junge. Zhang Qingyang. Zhang Qingyang. Zhang Qingyang, komm her. Komm, das ist einfach wirklich Mystery Boss, ne? Wieso? Deswegen. Ja, perfekt. Hey Leute, also ich bin in diese Aufnahme reingegangen, ohne zu wissen, dass es Mystery Boss ist. Ich habe mich nicht drauf eingestellt. Naja, man sollte sich darauf einstellen, hä? Naja, ich mache auch noch Trainingsspiele und sowas davor. Trainingsspiele? Mach dann 1-2 Warm-Up-Games, ein Mystery Ball, hast du. Ah, klappt ja super. Das ist ja geil. Du bist ja so cool. Du bist so geil, wirklich heißen, wirklich. Niklas, du bist der Allergeilste, hab ich ja schon mal gesagt. Ey, was ist denn eigentlich mit meiner Abwehr los? Kannst du mir das mal sagen? Was ist denn mit Martin? Da ich hab gestern Abend schon gemoved. Herr Heisen, Mensch, das weiß ich doch mittlerweile. Ey, warum sind denn eigentlich deine Spiele alle so schnell? Also, obwohl die gar keinen... Er hat den Ball. Nein! Da kommt jetzt jeder Pass an. Es kommt halt wirklich jeder an, okay? Mein Bronze. Imo Erna bist der. Ist ein. Hast du es gerade gesehen? Hast du es gerade gesehen? Ja. Was war der gemacht? Auf die zweite Halbzeit? Natürlich, dann ist es noch so. Herr Heisen. Niklas, 2-1. Maximilian, das reicht, komm, weiter. Der hatte gerade zu 1000% keinen Tempo-Boost, ne? Ich sag's dir so, wie es ist. Der hat auch nicht so krass. Nein, der hat auch nicht krass. Digga, die haben keinen Tempo-Boost gerade, ne? Das ist krass ernst. Boom! Ein auf den. Ein auf den, Jungs, ein auf den. Harry, Black White. Was? Okay.
wäre schön. Verarscht, verarscht, verarscht! Junge! Nein, nein, mal zwei macht er. Also von Imo Erna ein Really gedrückt bekommen, sage ich dir ganz ehrlich, was gibt Schöneres, Leute? Ja. Was wäre egal, das war doch kein. War das Schießen-Boost, ja, ne? Ja, sonst wäre niemand. Das war doch kein Schießen-Boost, Mann. Was ist das denn? Der 4-4, ich krieg ihn. Junge, Schießen-Boost auf Wish oder so, weiß nicht. Ach! Das ist doch auch niemals Tempo-Boost, ja. Das ist Tempo-Boost. Ich hatte davon niemals gerade Tempo-Boost. Du bist denn ja denn? Geil. Na Junge, was willst du? Ja. Klassiker. Boah, schöner Ball auf Chomeini, Level Up. Auf Alexander Arnold, Level Up! Oh Mann, Digga, wie geht da nicht rein? Wie geht der nicht rein? Ich hab grad Tricks eingegeben, er hat die nicht. Oh mein Gott, Timo Werner. Nein, 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 ist das bitte, das war mein 2, ey, ich kann das nicht. Weißt du, was jetzt passiert? Ja, der Bruch. Marcel. Marcel, sag ich. Marcel. Was? Marcel, der Allerechte. Nein, nein. Digga, Marcel, na, hör auf, hör auf, hör auf. Junge, was geht denn hier eigentlich schon ab? Junge, deine Spieler sind doch hier schon geisteskrank irgendwie. So, Marcel, das reicht jetzt, sag ich ehrlich. Ja, grätsch mal. Na, Digga, wahrscheinlich. Doch, jawohl, Digga. Jawohl. Ja, endlich, Digga. Junge, der Torhüter, der konnte nicht mal runtergehen, ne? Der konnte nicht mal runtergehen, der Torhüter. Passspiel mal 3. 10 Flanken auch dazu. Mein Bronzebeginner! Mein Bronzebeginner! Elfbier! Oh Ching Chang Chuang! Du bist der Beste! Nein. Oh. Das ist wieder Jesus da hinten vor. Digga, ist das Scam. Ist das, werd ich hier gescannt. Das ist gottlos, ne? Ja, klar. Und seiner ist es dann. Ja, mein Tor, also mein Tor ist auch eine Flasche da hinten. Das ist so geisteskrank, Leute. 10 Discards. Und ich wusste nicht, dass es Mystery Ball wird. Das ist das geisteskrank. Nein, nein! Bitte, 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 wichtig, 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 Leute. 7, aber immer noch 7 Discards. Timo Werner. 7 Timo. Digga, 7 Discards. GG's! Jo. GG's! Super, 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 super! Er ist zum Punkt geladen, Freunde. Uiuiui. Es kracht, der Chemnitz. Okay, Niklas. Okay, ich bin Bulli, gebrochen. Bist du ready? Ich bin absolut nicht ready, aber ich hab umgestellt, ja. Ich kann das nicht. Mehr. Junge, 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 was ein Duell, hat aber Spaß gemacht. Boah, ich habe 7 Discards, ne? Guck mal, ich mach so, ich nehme auf jeden Fall deinen Keeper. Dann nehme ich deinen rechten Innenverteidiger. Dann nehme ich deinen linken Verteidiger. Habe ich 3. Dann nehme ich noch 2 aus dem Mittelfeld, deinen rechten Zentralen und deinen offensiven Mittelfeldspieler. Wie viel habe ich? 5. 2 noch. Ich nehme deinen linken Flügel. Oh, ich überlege Rechtsverteidiger, rechter Stürmer, also rechter Flügel oder Stürmer. Mann, ich nehme deinen Stürmer zentral. Komm, bitte. Wichtig, okay. Also, ja, du hast 2 Bronze getroffen, das ist gut. Ja, gut, das ist klar, weil die Discards, dass man irgendwas. Ja, okay. Ja, ja, stimmt schon. Also, du hast Timo Werner getroffen. Ich glaube, der kostet auch schon so, ja, so 340 so. Dann. Zack, let's guten, go, Digga. Er verliert eine Mille. Ja, ich weiß. Das. Ach, Leute, ich könnte auch irgendwann. Okay, weiter. Savanier, die SBC habe ich gerade extra fürs Video gemacht, Leute. Grüße ihn aus. Dann rechten ZM und mittleren, da hast du gesagt. Ja, ja. Das ist einmal Kalulu 36, dann in der Mitte Kabea 30 und im Sturm Toko Ekambi 60k. Ja, also eine halbe auch Mille mal, wieder weg. Mehr als 500k wieder. Also ja, mehr als eine Mille. Übrigens, mehr als eine halbe. Also hättest du Gabriel Martinelli getroffen, dann wäre ich ausgewandert. Rechtsverteidiger. Wo war der? Nein! Rechtsverteidiger. Oh, da habe ich mir überlegt, Rechtsverteidiger, rechter Flügel, Sturm. Oh. Naja, gib die mal ab in die SBC. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ja,
Die Jungs sind drin, Timo Werner da vorne, ich geb's ab. Also Freunde, es lädt noch, aber jetzt, ja. Das war wieder ein brüchiges Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, wir sind raus, haut rein, macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.